Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es aufregend, denn wir gehen einem Hype bzw. 1, 2, 3, 4, 5 Hype-Produkten nochmal auf den Schlips, auf die Schliche. Wir gucken, ob Hype-Produkte gerade ihren Hype wert sind, was das mit den Produkten auf sich hat und ob sich das Ganze lohnt. Ich bin super gespannt. Ich habe heute 5 Produkte hier für euch, die ich nochmal mit euch gemeinsam besprechen möchte. Ein Produkt ist ganz, ganz neu dazugekommen. Das ist auch heute erst rausgekommen und das habe ich von Cosmetic for Less zugeschickt bekommen. Sie haben mich gefragt, ob ich die Palette haben möchte und ob ich sie euch zeigen möchte. Keine bezahlte Werbung, aber ich habe einen Rabattcode dafür bekommen. Falls sie gut ist und falls sie euch gefällt, könnte das vielleicht eine Palette sein, die euch interessiert? Da kommen wir gleich zu. Ich freue mich aber, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich tatsächlich noch auf einem Dreh, denn ein kleines Geheimnis wird bald, der Welt mitgeteilt. Ich habe einen TV-Werbespot gedreht, der ganz bald ins Fernsehen kommt. Und da bin ich ganz, ganz besonders aufgeregt und ich hoffe, der Tag lief gut. Und falls nicht, werdet ihr mich wahrscheinlich heute nicht in meiner Insta-Story gesehen haben. Falls ihr mich in der Insta-Story gesehen habt, war es ganz gut. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich hatte heute einen richtig, richtig guten Tag und ich dachte mir, wenn ich gute Laune habe, dann drehe ich gleich ein paar Videos mehr. Weil im Moment ist es so, wenn ich schlechte Laune habe und ein Video drehe, ihr merkt das, ich merke das, haben wir alle keine Lust drauf. Jetzt habe ich gute Laune und ich würde vorschlagen, es geht los. Ich habe noch nicht wirklich viel im Gesicht. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit meinem Gesicht gerade nicht. Ich glaube, ich habe mich falsch rasiert oder so. Was habe ich gestern gegessen? Egal, Freunde, wir starten. Und zwar möchte ich nochmal mit euch über ein Produkt reden, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Und das ist von Catrice. Die 24 Hours Hyper Hydro Skin Tint Foundation. Ihr hattet das Video am Montag gesehen, wo ich die neue Essence Foundation getestet habe. Und ich habe sie jetzt auch in den letzten Tagen nochmal so ein bisschen getestet und probiert. Und ich muss sagen, ich mag sie nicht so gerne. Mir persönlich ist das zu wenig Deckkraft. Und wenn ich schon so einen Skin Veil oder so einen leichten Touch an Farbe haben möchte, dann nehme ich etwas, was mir gut gefällt und wo ein bisschen mehr Deckkraft mit dabei ist, obwohl sie nicht so Full Coverage ist. Und dafür haben wir diese Clean ID Hyper Hydro Foundation. Die ist fantastisch. Ich gebe mir ein bisschen was auf meine Mischplatte. Die sind übrigens wieder verfügbar und die sind echt günstig. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Infobox, falls ihr euch für irgendeins der Produkte interessiert. Die Foundation soll mit Hyaluronsäure sein und Squalane, die einen perfekt ebenen Skin Tone Complexion hinterlassen. Ich möchte ja im Moment so ein bisschen mehr in dieser Clean Skin Richtung gehen. Dieses super nett. Na, eigentlich ist es gelogen. Wir wissen es alle. Ich liebe Full Coverage und daran wird sich auch nichts ändern. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses, dass das alles so ein bisschen leichter auf der Haut sitzt. Nicht so viel gebaked, nicht so trocken, nicht so crusty, sondern einfach das, was da ist, betonen und unterstreichen. Das funktioniert mit dieser Foundation wirklich, wirklich gut. Übrigens gibt es die auch in mehreren Farben tatsächlich mittlerweile auch online. Ich habe da auf jeden Fall auf der Webseite nochmal nachgeschaut. Die gibt es. Bei der Essence Foundation habe ich heute immer noch nichts gesehen, ob sie in einer anderen Farbe da ist. Ich glaube, ihr könnt sofort einen Unterschied sehen. Die Foundation liegt sehr, sehr leicht auf der Haut. Sie fühlt sich frisch an und sie fühlt sich ja nicht so schwer an. Also dadurch, dass sie so flüssig ist, ich vergleiche sie ganz gerne mit der L'Oreal Infallible Foundation von der Viskosität her. Sehr leicht und dadurch, dass sie so weich ist, dringt die so richtig schön an die Haut an und wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist, dann sitzt die einfach sehr, sehr gut auf der Haut. Also ich habe sie auch bei einem Fotoshooting für die Kampagne für meine Pinsel, die jetzt bald rauskommen werden, benutzt. Und das sieht so verdammt gut aus. Und ihr kennt mich, ich habe schon mal ein Video gemacht, da habe ich Produkte getestet mit dem Blick auf, wie lässt sich das Ganze fotografieren und wie sich das Ganze in künstlichen Lichtsituationen aus. Und im Alltag sitzen wir immer im künstlichen Licht meistens. Im Büro, im Restaurant, es ist alles künstliches Licht und die Produkte verhalten sich unterschiedlich. Und die Foundation ist wirklich true to dem, was ihr jetzt seht. Ihr seht, so ein paar Imperfections scheinen auch noch durch. Und ganz ehrlich, mittlerweile lerne ich auch, das Ganze so ein bisschen, naja, nicht zu embracen, aber zu akzeptieren. Ihr wisst, ich habe sehr, sehr starke Augenringe. Und ich nehme es mittlerweile einfach mehr oder weniger an und probiere da nicht jetzt noch 20.000 Schichten Concealer mit drauf zu geben.
Foundation sieht fantastisch aus. Im Prinzip könnte man jetzt so rausgehen, wenn man wirklich gar nichts machen möchte. Ein Produkt, das ist aber gerade wirklich in aller Munde, vor allen Dingen auf TikTok, einmal der Concealer und dieser Contour-Buppelchen von Kat Von D. Und das ist ein spannendes Produkt. Ich hatte mit ein paar von euch bei Instagram geschrieben. Ich hatte das Ganze ja neulich getestet in einem Sephora Valentinstagsvideo. Und einige hatten mir geschrieben, dass das Ganze patchy ist. Und ich habe das Problem tatsächlich noch nicht gehabt, wenn man wirklich nur so ein bisschen in der Hand auf den Handrücken gibt und das dann in den Pinsel einarbeitet. Freunde, ich weiß, wir können alle nicht mehr warten. Sie kommen bald raus. Und der Pinsel eignet sich dafür ganz besonders gut. Ich lade den Pinsel wirklich gut auf und dann tupfe ich das Ganze hier rauf. Und dadurch, dass ich das Produkt richtig in den Pinsel eingearbeitet habe und kaum noch was hier an der Hand habe, wird das nicht so fleckig auf der Haut. Ich kann mir das hier raufgeben und kann dann konturieren. Und jetzt seht ihr, das ist natürlich recht viel jetzt. Aber wir können mit dem Schwamm gleich nochmal rübergehen. Und ihr habt keine fleckige Base. Und das ist eigentlich das Ziel von diesen Liquid Forms, die so ein bisschen gelartig sind. Wenn man sie in einen synthetischen Pinsel einarbeitet, dann wird das auch ebenmäßig wieder auf die Haut abgegeben. Wenn man das einfach nur so raufstempelt und dann kann man wieder ein bisschen was wegmachen. Ihr seht, ich arbeite sehr, sehr viel mit meiner Hand und meiner Mischplatte. Ich nehme Produkt auf, nehme wieder ein bisschen was ab, wenn ich hier weiter nach vorne möchte und bin einfach recht punktuell mit den Produkten und habe dadurch einfach eine sehr konturierte, definierte Grundierung. Wenn ihr wollt, ich finde es persönlich tatsächlich am schönsten sogar, wenn man keine Foundation drunter hat hier unter diesem Produkt, weil sich das auf der Haut einfach noch besser verteilt als auf einer Foundation. Auch bei einer Foundation, die auf Wasserbasis ist, funktioniert so eine Geltextur natürlich viel, 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 viel besser. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht eine Huda Beauty Faux Filter Foundation benutzen, die so pastig ist, weil diese flüssige Viskosität von dem Konturprodukt und der Foundation, das funktioniert nicht und dann wird es fleckig. Also guckt wirklich immer, und das ist ich finde das persönlich beim Make-up ganz, ganz toll, dass man da so ein bisschen gucken muss, wie funktionieren die Inhaltsstoffe gemeinsam und wie kann man arbeiten, dass das Ganze so perfekt miteinander funktioniert. Und ich bin dafür da, um das euch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf und ein bisschen Puder und dann geht's weiter. Alright, weiter geht es mit einem Produkt. Und das habe ich jetzt eben spontan noch mit in dieses Video genommen. Ich habe nämlich eben die E-Mail nochmal gelesen vom lieben Cosmetic for Less Team, dass es auf alles von Nabla gerade 25% gibt. Und deswegen wollte ich euch die Produkte hier nochmal zeigen. Das sind die Cream Color and Glassy Balm for Cheeks and Lips. Das ist immer so ein Duo. Es ist immer so ein durchsichtiges Gel. Kann man auf die Lippen geben. Und ein Blush. Gibt es in 1000 verschiedenen Farben. Und 25% ist eine Menge dafür. Das ist richtig, richtig gut. Und ich gehe einfach in beide rein, richtig viel. Arbeite mir das auch hier wieder in die Hand ein. Das sind wieder Geltexturen. Und das, schaut euch das an, boom. Ihr habt dann dieses wet-looking Skin. Ich mag diese Strong Cheekbones im Moment sehr, sehr gerne. Dieses Extreme. Ich finde das... Ich bin Freund von Make-up, wo man sieht, boom, she's wearing it. Sie fühlt es, sie hat Bock auf Make-up und ich möchte das nicht verstecken. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Channel, der jetzt hier sagt so, weniger ist mehr. Was hab ich vor 5 Minuten gesagt? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses Natürliche, aber trotzdem Extravagante mag ich persönlich super gerne. Und dafür funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Das ist super intensiv. Ihr könnt das wesentlich leichter aufbauen. Aber für den Look, den ich heute vorhabe, ist das in Ordnung. Ist das völlig in Ordnung. Und durch dieses gelartiger, auch wenn ihr gerade trockene Haut habt, sieht das super, super schön aus. Und keine Angst, falls ihr ölige Haut habt, weil das ist Wasser. Das macht nichts mit eurer öligen Haut zusätzlich. Also ihr werdet dann da nicht zusätzlich ölend. Ich liebe diesen Effekt. Und wir können direkt weitermachen. Eigentlich wollte ich den Lippenstift von Essence als Blush benutzen, denn Essence hat ein komplett neues Sortiment rausgebracht, unter anderem auch die Hydra Matte Lipsticks. Und das ist eine Formulierung, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Die erinnert mich so ein bisschen an die Velvet Mattes von Huda Beauty. Die sind sehr cremig auf den Lippen, haben aber ein mattes Finish. Ich habe euch das bei Instagram gezeigt, ohne dass es trocken aussieht. Schaut euch das mal an. Das ist die Farbe Honey Style. Und ich habe noch hier die Farbe Peach It. Die ist wesentlich heller und so ein bisschen pinkstichiger. Und ich habe eine Lippenkombination damit herausgefunden. Trust and Believe.
Ihr werdet es lieben. Und zwar habe ich hier einen Lip Liner von Anastasia Beverly Hills, beziehungsweise den von Nabla. Schaut mal, der war mal genauso lang und ich benutze ihn fast jeden Tag. Ich benutze jetzt den von Nabla. Das ist die Nummer 5. Das ist ein sehr, sehr dunkles, sehr, sehr kühles Braun. Die sind super, super cremig und die halten, das ist ganz verrückt. Wenn die sich so ein bisschen setten, dann halten die. Und selbst wenn ihr gegessen habt, der Lip Liner ist da. Und dann nehme ich hier von Essence. Diese Dinger wirklich, wenn die, sobald die in die Drogerie kommen, lauft nicht, rennt. Die Hydra Mattes in Peach It vor allen Dingen. Weiß nicht, vielleicht hat Kosmetik verlässt die schon. Und jetzt habe ich mit diesem braunen Lip Liner und der Farbe Peach It 1:1 dieselbe Farbkombination wie die Terracotta Flush Palette von Nabla. Das heißt also, ich habe wieder, ich sage es immer, eigentlich in den Livestreams vor allen Dingen, ich mag es gerne, wenn das alles so ein bisschen harmonisch ist und so ein bisschen zusammenpasst. Ihr wiederholt die Töne an verschiedenen Stellen in eurem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erzählt habe, ich habe mal Fashion Management studiert. Und uns wurde immer gesagt, wiederholt Farbakzente, wiederholt Muster. Also wenn du einen grünen Schuh trägst, trag vielleicht eine grüne Armspange oder eine grüne Handtasche, dass der Blick sich immer wieder wiederholt. Und das habe ich so ein bisschen mit ins Make-up übernommen, finde ich, weil das sieht dann einfach sehr durchdacht aus. Und auch wenn ihr denkt, ihr seid nicht gut im Make-up, was ihr alle seid, dann habt ihr diesen Effekt auf andere. Boah, das passt richtig gut zusammen. Und das ist diese Lip-Kombination, die ich über alles liebe. Und jetzt, Freunde, Trust and Believe, testen wir diese Palette. Das ist die Read My Mind Palette. Ich muss sagen, ich liebe das Design. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine sizilianische Küchentheke. Das sind wie so Fliesen hier drauf in verschiedenen Designs. Und ich habe es erst nicht verstanden und dann hat es Klick gemacht. Die Palette ist so ein bisschen in Reihen gedacht und in Quadern. Das heißt also, ihr könnt entweder in solchen Reihen gehen, horizontalen. Ihr könnt in vertikalen Reihen gehen, dann habt ihr es ein bisschen bunter. Oder ihr geht immer in diesen Quattro-Segmenten. Heißt, ihr habt hier so ein leichteres für den Alltag, hier ein bisschen was Verführerisches, hier was Dunkles und hier was Frisches für den Frühling. Ich will jetzt nicht in diesen Fännchen gehen, sondern ich möchte auf der einen Seite so einen roten Look, auf der anderen so einen Neutral Look mit so einem Pop of Color machen. Auf den ersten Eindruck habe ich gedacht, das ist so eine Basic Palette wieder, aber ist sie tatsächlich nicht, weil die Farben vom Unterton her so ein bisschen besonders sind. Vor allem die Farbe 11 und 12, dieses leichte Türkis und dieses leichte Mentholgrün sind so creamy und so schmeicheln zur Augenfarbe, egal welche Augenfarbe ihr habt, dass das Ganze immer gut aussieht. Und ich bin gespannt, wie es gleich auf dem Auge performen wird. Bei Nabla erfahrungsgemäß sind die Sachen ja eigentlich immer gut, ne? Können wir kurz über die Base reden. Dieses leichte Foundation, ein bisschen Puder unter den Augen, es creased tatsächlich gerade so ein bisschen, weil ich nicht viel Puder benutzt habe. Aber wenn ich so eine Easy Skin haben möchte, dann probiere ich weniger Puder unter den Augen zu verwenden, da ich ja eh meistens mit Lidschatten das Ganze fixiere. Ich starte mit dem roten Auge auf dieser Seite und gehe in die Nummer 4 mit einem Packing Brush. Das ist so ein dunkler Rotton. Die Palette ist übrigens auch vegan und cruelty free, was bei solchen Farben recht selten der Fall ist. Aber Nabla ist es und Nabla ist auch tatsächlich eine recht kleine Marke. Also man denkt halt immer so, okay, so eine riesen Brand aus Italien. Ich nehme jetzt einen Blende-Brush und gehe in die Farbe Rose. Das ist ein recht kühler Roséton. Und damit gehe ich einfach erstmal nur an dieser Kante lang. Ich will noch gar nicht zu viel ausblenden, sondern ich will wirklich nur dieses Rot ein bisschen weich kriegen. Die Nabla-Texturen sind, ich muss sagen, besser als die Natasha Denona-Texturen, die Mattes vor allen Dingen. Bei den Schimmern ist es immer so ein bisschen, kommt auf die Farbe drauf an, aber die Mattes sind von Nabla besser als von Natasha Denona. Und es ist günstiger. 25%. Ich weiß gar nicht, was sie kostet. Sie ist natürlich noch nicht online. Ich drehe das Video ja auch vor. Einfach um zu schauen, okay, kann ich das ganze Video überhaupt online nehmen. Ich starte halt ein Video und schaue dann, gefallen mir die Sachen. Und dann entscheide ich, ob ich das Video online nehme. Weil, was meint ihr, wie viele Videos ich in meiner Festplatte habe, die ich gedreht habe, wo ich während des Videos gemerkt habe, das gefällt mir nicht. Das sieht bis jetzt erstmal gut aus. Ich blende jetzt nur hier die Kante aus. Sehr schöne Farbe. Und dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel, gehe nochmal in die Farbe Rose und blende die Farbe hier oben aus.
Und an den Übergang gehe ich in die Farbe Scarlet 2 und kann das Ganze dann wieder so ein bisschen weich zeichnen. Sehr, sehr schöne Textur. Nicht zu pudrig, sehr cremig tatsächlich. Die Schimmertöne sehen wieder sehr, sehr feucht aus. Auch die Matts, es gibt ja diese besonderen Texturen, die sind jetzt hier nicht mit drin leider. Die sind so ähnlich wie die aus der Hatice Day Palette, glaube ich. Dieses creamy, aber trotzdem pudriger. Und I love that. Dann nehme ich mir den Pinsel von eben und gehe in die Farbe Sage. Das ist hier unten dieser ganz, ganz dunkle Braunton und platziere mir das hier hin und gehe damit in die Crease hier nach vorne, sodass ich das so ein bisschen abgrenzen kann, nur ganz leicht, und dann blenden wir wieder hin und her. Jetzt nehme ich meinen Finger und gehe hier in die Farbe Rose 7. Sehr cremig, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Topperton, ist es aber nicht. Das ist ein multidimensionaler Schimmerton, der eine recht durchsichtige Schimmerbasis hat und dann sowieso loose Glitterpartikel mit drin hat, die aber halten. Also das ist schon gebunden. Ihr seht, das am Finger ist nicht mehr viel. Kann ich mir auch sehr gut auf dem Auge nur so vorstellen. Also wenn man wirklich nur diese Farbe aufs Auge gibt, super schön. Ins Inner Corner gehe ich dann nochmal mit dem Schimmer rein und gebe mir so ein kleines Highlight. Ich muss sagen, das ist bis jetzt eine der besten Nabla-Paletten, die ich kenne. Ich bin ja ein Fan davon, wenn man nicht so viel überlegen muss. Ne? Schaut euch das an. She's here, she's fierce. Dann gehe ich mit dem Nabla Cupid's Arrow einfach auf die Wasserlinie und habe so einen richtig schönen schwarzen Look. Das ist ein sehr, sehr schöner Look so ein romantisches Date. Jetzt, Freunde, geht es weiter mit der anderen Seite. Sieht verrückt aus, ne? Was Make-up einfach ausmacht. Und da bin ich ja mittlerweile Profi. Das sind ja so typische Maxim Giacomo Farben hier, ne? Die untere Reihe. Ich starte mit der 15, das ist so ein Ockerton. Und die gebe ich mir direkt hier in die Lidfalte. Press und blend so ein bisschen gleichzeitig. Ich bin ja ein schneller 50er. Nee, wie heißt das? Ein flinker 50er? Ein frecher 50er? Ich bin da sehr schnell, ne? Ich mache da ja nicht so viel hin und her. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu mir und anderen Beauty-YouTubern, dass ich einfach da nicht so penibel dann noch hier ein bisschen und da ein bisschen. Ganz ehrlich, wer hat denn dafür Bock und Zeit? Ist da. Und da haben wir wieder diese Textur, die sehr, sehr creamy auf den Augen ist. Also man guckt dann so ein bisschen, schaut mal, die ist hier, sieht sie so ein bisschen dunkler aus, weil sie tatsächlich einfach so feucht ist auf den Augen. Ich mache den Pinsel ein bisschen an einem Microfiber Multitool sauber und gehe dann hier oben rüber. Und jetzt machen wir so den Maxim Giacomo 2022 Look. Easy. Ich nehme den Pinsel von eben, gehe hier in die 16 rein. Das ist so ein Braun, hat gar kein Kickback. Und die Farbe presse ich mir hier auf mein Lid. Und da seht ihr es wieder. Als wäre da so Hyaluronsäure mit drin, ist das so ein bisschen, es ist fast wie nass auf dem Auge. Also Lidschatten können die Italiener wirklich. Schaut mal, wie weich sich dieses Braun in dieses Ocker hineinblenden lässt. Dann gehe ich in die Farbe 9. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkler Schokoton. Und den gebe ich mir jetzt hier direkt noch an die Lashline, um das Ganze zu intensivieren. Das ist mein klassischer Look, ne? Das ist... Ich möchte eigentlich nichts anderes tragen, außer diese Looks. Sie sehen halt, Hater würden sagen, langweilig. Ich sage, das sieht halt immer zu allem gut aus. Ich weiß, wer gleich einen Anruf von mir kriegt. Hallo? Wir brauchen diese Formulierung. Und dann gehe ich einfach mit meinem Finger in die 10. Und das ist auch wie so ein creamy Chocolate-Ton. Und den gebe ich mir hier einfach so ein bisschen rüber. Und der hat vom Unterton wirklich dasselbe Schokobraun oder so ein wirklich dunkle Schokoladenbraun wie der matte Ton, aber gibt halt nochmal diese Bewegung mit dazu. Und dann habt ihr halt dieses, ich will es nicht immer mit Kim Kardashian vergleichen, aber das ist halt so ein Kim Kardashian-Look, ne? Dieses sleek Brown und dann so ein Schimmerton. Und machen wir das Ganze genauso. Ich gehe erst in die 16 und die 9. Und das ist übrigens auch kein warmer Look, ne? Also das sind alles sehr kühle Brauntöne. Und dann gehe ich in die 14 hier und setze mir die... Nein, setze ich mir nicht. Also so könnte man es tatsächlich jetzt lassen, finde ich. Auf die Entfernung seht ihr das Ganze auch nochmal, ne? Ich muss es hier oben noch so ein Stückchen höher blenden. Das ist so ein super sleek Look. Haare glatt, große Ohrringe. Das ist so ein... Oh, cute, ich bin süß, ich habe ein Date mit meinem Freund. Das ist...
Ich bin mit meinem Freund noch nicht so lange zusammen, Look, ne? So ein Look ist das. Liebe ich, mag ich sehr, 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 sehr gern. Jetzt wollte ich aber noch was ausprobieren. Und zwar, um das Ganze so ein bisschen frischer zu machen, möchte ich jetzt hier in die 11 gehen und mir das hier als Inner Corner Highlight geben. Und ihr seht die Farbe jetzt kaum, weil die so kühl ist. Aber, oh krass, ich mische mir die hier noch so ein bisschen rein. Das macht das Ganze noch mal so ein bisschen gräulicher. Kühlt das Ganze noch mal ab. Ihr werdet es kaum sehen. Ich swatche euch die Farbe einfach mal. Das ist ein ganz, ganz blasser Blau-Grauton. Krasse Farbe. Habe ich so noch nicht gesehen. Und wenn man das so ein bisschen mit reinblendet, macht es das Ganze zwar nicht so düster mehr, aber es macht das Ganze einfach ein bisschen verruchter. Und zu guter Letzt, Freunde, die Mascara, die gerade alles revolutioniert hat bei mir. Das ist die Another Volume Mascara von Essence Just Better. Vergiss Fake Lashes, wirklich. Nichts anderes mehr. Nichts anderes mehr. Wow. Freunde, was sagt ihr? Scheinbar wird dieses Video tatsächlich online gehen, weil das wirklich so eine Kombination an Farben ist, die man zwar schon kennt, aber ein bisschen moderner gemacht. Hier die Rottöne sind so ein bisschen dunkler und ein bisschen intensiver und satter. Die Brauntöne und dieses Grau in Kombination vor allen Dingen, das ist sehr, sehr kühl. Und für jetzt, wenn es abends wieder heller wird und man vielleicht mal weggeht, ein schönes schwarzes Kleid, so ein Look dazu. Fantastisch. Was sagt ihr? Sind die Produkte ihren Hype wert? Ich finde definitiv ja. Auch jetzt die Kombination hier gefällt mir sehr gut. Auch die Kombination gefällt mir sehr gut. Ihr könnt damit viel, viel machen. Ich setze euch alle Links und alle Informationen einmal unten in die Infobox. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Bis Montag.